viele Themeninvestments werden stark vermarktet. Das heißt, wir lassen uns jetzt nicht von irgendwelchen schillernden Namen beeindrucken, sondern wir wollen wirklich die Anlagestrategie verstehen. Wir sind heute hier auf dem FundView Media Day 2023 und bei mir ist Manuela Thies von der Allianz Global Investors. Hallo Manuela, schön, dass du wieder dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Wir sehen ja, dass Themeninvestments stark im Trend sind, besonders über die letzten Monate und Jahre. Welche Rolle spielen Themeninvestments bei dir in der Selektion? Ja, wir mischen Themeninvestments tatsächlich auch in unseren Aktiensegmenten bei, ergänzend zu den Regionenfonds und den Sektorfonds, wenn wir es für opportun erachten. Dabei sind wir der Meinung, dass die Steuerung, also auch ein aktives Steuern der Themeninvestments wichtig ist. Viele Themeninvestments werden stark vermarktet. Das heißt, wir lassen uns jetzt nicht von irgendwelchen schillernden Namen beeindrucken, sondern wir wollen wirklich die Anlagestrategie verstehen. Du sagst ein Trend. Wenn ich jetzt rein auf die Anzahl der Neuauflagen bei Themenfonds schaue, da haben wir tatsächlich seit 2 Jahren eher in etwa einen Rücklauf. Auch mit dem ja, sich eintrübenden Investmentklima sinkt auch die Zahl der Neuauflagen bei Themenfonds. Worauf achtest du bei der Selektion von Themeninvestments besonders? Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, die Investmentstrategie zu verstehen, welches Thema wird abgedeckt, was ist das Anlageziel des Produktes. Das ist nicht ganz so trivial wie bei einem anderen Aktienfonds, der vielleicht einer Benchmark folgt. Das heißt, wir wollen wirklich das Thema verstehen. Ist es ein sehr, sehr konzentriertes Thema oder ist es ein breiter streuendes Thema? Nehmen wir das Beispiel Clean Energy versus Battery Solution oder Wasserstoff. Also wir wollen verstehen, wie detailliert ist das Thema, also wie kleinteilig. Ganz wichtig ist auch, welche Biases bringt ein Thema mit, welche Sektor-Biases, welche Style-Faktoren zum Beispiel und auch wie ist die Bewertung der Aktien in einem Themenfonds. Also das ist ganz wichtig, die Strategie zu verstehen auf der einen Seite und dann aber auch den Blick ins Portfolio-Management zu werfen. Sind die Manager, die das Produkt verantworten, wirklich auch ausgebildet dafür? Nehmen wir das Beispiel Fintech. Da wollen wir natürlich, dass die Manager Experten sowohl im Tech als auch im Financials-Bereich sind. Du hast jetzt zum Beispiel das Thema Cleantech angesprochen und ein Subtrend, den wir bei diesen Themeninvestments sehen, ist, dass es häufig Trends sind, die auf sehr wachstumsstarke Unternehmen fokussiert sind. War der schnelle Zinsanstieg ein großes Problem? Ja, also für die Wachstums- oder neudeutsch growth-orientierten Unternehmen war ja, der starke Regime-Shift auch der Notenbanken definitiv eine Herausforderung. Das haben wir auf jeden Fall gesehen. Es gab sehr, sehr starkes Re-Rating der, von vielen All-Cap-Strategien, KGV-Compressions haben wir gesehen. Also das ist tatsächlich bei den growth-lastigen Strategien der Fall gewesen. Mit Ausnahmen sicherlich der growth-lastigen Mega-Caps aus den USA, die hier sehr stark auf das Thema Artificial Intelligence eingezahlt haben. Aber es ist auch festzuhalten, dass Themeninvestments nicht unbedingt growth-lastig sein müssen. Es gibt auch Themensegmente wie etwa Infrastruktur zum Beispiel, die tatsächlich auch einen Bias Richtung Value- oder Dividendentiteln haben und damit bei uns in den Portfolien auch eine sehr schöne Ausbalancierung zustande bringen. Und hier gilt es ja dann auch wieder zu diversifizieren. Siehst du generell den Trend weg von regionalen Investments hin zu mehr thematischen Investments? Ich denke nicht, dass die regional ausgerichteten Fonds sich auf die Themeninvestment-Seite schlagen werden. Das glaube ich nicht. Man muss sicherlich bei den thematischen Investments differenzieren zwischen Multithemenfonds, die wahrscheinlich eher noch als Substitut für ein breites Aktienprodukt gelten können, und wirklich Single-Themenfonds, die in der Regel deutlich konzentrierter sind und dadurch auch mit höherer Volatilität einherkommen. Und da ist es schon wichtig, dass man auch eine aktive Steuerung der Produkte vornimmt. Das ist sicherlich wichtig. Was ich schon beobachte oder was wir beobachten bei uns im Team, ist eher ein Shift hin von Sektorsteuerung zu thematischer Ausrichtung. Also nicht regionaler Steuerung zu thematischer Ausrichtung, sondern die Sektorsteuerung. Warum ist das der Fall? Viele Unternehmen kann man heute gar nicht mehr ganz klar einem Sektor zuordnen. Also nehmen wir als Beispiel Tesla. Ist das jetzt ein Consumer oder ein Technologieunternehmen? Und dann haben wir das andere Thema, was wir beobachten, dass innerhalb einzelner Sektoren einzelne Titel sehr dominant werden. In Alphabet oder Meta zum Beispiel. Das führt schon dazu, dass man eher wegkommt von dieser Sektordenke hin zu einer thematischen Allokation. Aber grundsätzlich zu deiner Frage zurück, ich glaube nicht, dass diese Regionalsteuerung durch die thematische Steuerung komplett abgelöst wird. Aber hier merkt man ja auch einen Trend, dass es weggeht von, ich muss einfach in ein Thema investieren, sondern man muss das Thema und das Produkt wirklich verstehen. Absolut. Klasse. Vielen lieben Dank für deine Einblicke. Herzlichen Dank.